Regierung fälscht seit Jahren Statistiken zu antisemitischen Straftaten. Taten, die nicht zugeordnet werden können, oder Sieg-Heil-Rufe auf Palästinenser-Demos werden als rechtsextreme Straftaten verortet. Tausende antisemitische Straftaten seit dem 7. Oktober oder der aktuelle Fall des jüdischen Studenten in Berlin, der von einem muslimischen Kommilitonen ins Krankenhaus geprügelt wurde, zeigen, dass Antisemitismus fast ausschließlich von Muslimen ausgeht, die dank EU und den Altparteien seit Jahren millionenfach in unsere Sozialsysteme einwandern. EU und Bundesregierung forcieren dadurch die Islamisierung unseres Kontinents. Das führt dazu, dass die Werte der Demokratie wie Meinungsfreiheit oder Gleichberechtigung abgeschafft werden, sobald die Scharia Einzug hält. Der dramatische Anstieg von Sexualverbrechen seit 2015, alleine 7.000 vergewaltigte Frauen in Deutschland durch Asylbewerber, sind nur ein Vorgeschmack dessen, was uns dann droht. Diese sogenannte Muslimfeindlichkeit existiert quasi nicht. Niemand hat etwas gegen rechtschaffene Muslime, die sich integrieren und ihre Religion privat ausüben. Dieser Begriff wurde von islamistischen Verbänden etabliert, um Kritiker der Islamisierung als Rechtsextremisten zu denunzieren und dadurch mundtot zu machen. Genauso wie die gefälschten Statistiken über antisemitische Straftaten eine Verantwortung der Einheimischen für den Anstieg des Antisemitismus suggerieren und damit den Kampf gegen die Opposition rechtfertigen sollen. Wer Antisemitismus bekämpfen will, der beendet die Massenmigration und schiebt millionenfach ab.